Abend. Lasst uns beginnen mit einem Lied, die Nummer 421, Verleih uns Frieden lediglich. Sind wir heute Abend beisammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserer 14-tägigen ökumenischen Friedensandacht, die wir jetzt schon fast ein Jahr, erst wöchentlich, jetzt 14-tägig gemeinsam feiern. Und am 24. Februar, da begann die Invasion russischer Truppen in der Ukraine. Das ist jetzt auch fast schon ein Jahr her. Und der Krieg, der dauert immer noch an in zunehmender Härte und Zerstörung. Heute Abend möchte ich gern mit euch zusammen an diesen nahenden Jahrestag denken, in 14 Tagen. Den Beginn des Ukraine-Krieges. Vorab noch einige Fakten zum Krieg. Seit Kriegsbeginn wurde ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung zur Flucht gezwungen. Damit ist dies die größte Vertreibungskrise der Welt. Fast 8 Millionen Menschen leben mittlerweile in europäischen Staaten, davon über 1 Million in Deutschland. Knapp 6 Millionen sind Vertriebene im eigenen Land. 17,6 Millionen oder knapp 40% der ukrainischen Bevölkerung benötigen humanitäre Hilfe. Mehr als 7.100 ukrainische Zivilisten, darunter über 430 Kinder, wurden laut Zahlen der UNO getötet. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer, die liegt sicher höher. Und der Krieg in der Ukraine, der dauert eigentlich schon viel länger. Er begann schon im Jahr 2014 in Form eines regionalen bewaffneten Konflikts auf der ukrainischen Halbinsel Krim. Und im Anschluss, als die Krim annektiert wurde, folgten weitere Eskalationen durch Russland. Milizen wurden im Osten der Ukraine, im Donbass, aufgebaut, die dort dann gemeinsam mit russischen Truppen gegen die ukrainischen Streitkräfte kämpften. Und ab Sommer 2021 ließ Putin
Truppen in Belarus an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren. Jeder Tag Krieg ist ein Tag zu viel, weil Menschen sterben und fliehen müssen, weil Natur und Ressourcen zerstört werden. Und es tut gut, Klage, Sorge und die Hoffnung auf Frieden im Gebet vor Gott zu bringen. Miteinander Fragen zu teilen, die vielleicht auch ganz neu sind und die mit dem Krieg gekommen sind. Worauf traue ich? Was gibt mir Sicherheit? Was gibt einem Land Sicherheit? Was kann ich, was kann die Kirche tun, um Frieden beizutragen? Sieht uns Gott? Lasst uns gemeinsam Psalm 121 beten. Er steht unter der Nummer 749 im Gesangbuch. Die Nummer 749, der Herr behüte dich. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Das Licht des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allen Übeln, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich bete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vor dir, Gott, denke ich an das vergangene Jahr. Krieg kommt näher in Europa. Das bereitet mir Sorge, macht mich unsicher und manchmal wütend. Wo bleibt mein Traum von Frieden? Du bist ein Gott, der uns sieht. Uns in unserem kleinen, großen Deutschland. Mit unseren Sorgen um Sicherheit und Energie. Mit geflüchteten Menschen, die hier Schutz suchen. Mit unseren Fragen zur Waffenlieferung. Du bist ein Gott, der uns sieht. Siehst du die Menschen in der Ukraine, Gott? Die Menschen ohne Obdach, die Alten in zerstörten Häusern, die Kinder in bebenden Kellern. Siehst du, Gott, die Soldaten im Gefecht und in den Wäldern die Soldaten, die nicht mehr kämpfen wollen? Wo bist du, Gott? Siehe. Amen. Thank you.
lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, nach einer Übersetzung aus der Basisbibel. Abrahams Sohn Ismael wird geboren. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abraham, ihre ägyptische Magd, Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abraham: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davon lief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi, das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Amen. Lasst uns ein Lied singen, die Nummer 584, Meine engen Grenzen. Nummer 584. Thank you.
bist ein Gott, der mich sieht. Das ist der Satz, der von Hagar stammt, der Sklavin Abrahams und Sarahs. Das ist der Satz, der Bibelvers, der unsere Jahreslosung 2023 ist. Die Geschichte, die habe ich eben gerade, die Geschichte dazu vorgelesen. Und das ist eine krasse Geschichte, wie ich finde. Hagar, das ist eine versklavte Frau und die wird von ihrer Herrin an deren Mann als Leihmutter gegeben. Als sie schwanger wird, kommt sie in einen heftigen Streit. Sie fühlt sich ungerecht behandelt. Sie wird geschlagen und flieht vor der Gewalt in die Wüste. Und dort hat sie dann diese etwas seltsame Begegnung mit dem Engel, der ihr sagt, geh zurück, du und dein Kind, ihr werdet leben und eine Zukunft haben. Hagar traut den Worten und sie geht und ruft der Gestalt, dem Engel hinterher, du bist ein Gott, der mich sieht. Und vieles aus dieser Geschichte ist hochaktuell. Denn es passt zu einem Jahr mit Kriegsgeschehen. Die Erfahrung von Unrecht, Gewalt und Flucht. Es passt zu dem Gefühl der Ohnmacht und die Sehnsucht nach Sicherheit. Die Angst um die geborenen und die ungeborenen Kinder. Die Notwendigkeit der elementaren Dinge wie Brot und Wasser oder ein Brunnen in der Wüste. Die Sehnsucht nach Familie und Gemeinschaft, die zusammen Zukunft haben kann. Und es passt auch dazu, dass zu dem Zurückgehen, zurück in ein zerstörtes Haus. Und in all dem diese Erkenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich lese zwei Originalstimmen von Betroffenen, von zwei Betroffenen des Ukraine-Krieges. Von Alexandria. Alexandria musste mit ihrer Tochter aus der Ukraine fliehen. Die sagt, das Schlimmste ist, dass mein Mann und meine Eltern noch in der Ukraine sind. Es ist unmöglich, sie hierher zu bringen. Die Situation ist schrecklich. Es ist so schwer. Mein Mann hat mich und meine Tochter aus Angst um unsere Zukunft losgeschickt. Die Explosionen in der Nacht sind schlimm. Ich musste mich mit meinem schlafenden Kind im Keller verstecken. Das passiert ein-, zweimal, manchmal sogar dreimal pro Nacht. Ich wollte nicht, dass mein Kind so etwas miterleben muss. Für uns zunächst wildfremde Menschen haben uns in Deutschland aufgenommen und mit dem Nötigsten versorgt. Dafür bin ich dankbar. Meine Tochter und ich, wir sind in Sicherheit. Ich denke jeden Tag an meinen Mann und meine Eltern. Werden sie den Krieg überleben? Ich weiß es nicht. Christina. Christina, sie wohnt nordöstlich von Charkiw. Ihr Freund studiert in Dänemark. Er war dort, als der Krieg ausbrach. Ich halte mich meist in meinem Zimmer auf. Ich habe Angst vor den Raketen, darum schlafe ich oft unter dem Bett. Manchmal bin ich auch in der Küche oder ich bin im Bad. Am Sonntagabend wurde das Krankenhaus in meiner Stadt von einer Rakete getroffen. Ich habe den Einschlag gehört, ich habe die Sirenen gehört. Mir ist kalt. Die Heizung, die funktioniert wieder einmal nicht. Die Menschen in meinem Dorf, die helfen sich gegenseitig. Das macht Mut, wir machen uns gegenseitig Mut. Mit meinem Freund bin ich per WhatsApp in Kontakt. Ich schreibe ihm, dass ich ihn liebe. Ob ich ihn wiedersehen werde, das weiß ich nicht. Er ist in Sicherheit.
Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, das tut er, da bin ich mir ganz sicher. Es ist ein Gott, der uns alle sieht. Er sieht Menschen, die sich in persönlichen Notlagen befinden oder durch Krieg und Naturkatastrophen bedroht sind. Er sieht Menschen, die für Freiheit einstehen und einander helfen. Er sieht Leid und Elend, Angst und Verzweiflung. Wo immer Menschen an ihre Grenzen stoßen, ja, da ist Gott an ihrer Seite. Er sieht, was all diese Menschen brauchen. Er schenkt Kraft und Mut, er trägt und tröstet. Gott stärkt unsere Hoffnung, dass sich etwas verändern kann. Amen. Da wohnt ein Sehnen, Lied Nummer 102 in dem violetten Beiheft. 102. Uns miteinander und füreinander beten und dazu bitte ich euch aufzuschauen. Gott, nahe bist du allen Menschen, liebevoll,
freundlich helfend. Und doch so sehen wir viel Schmerz und Leiden. Wir sehen den Krieg in der Ukraine und in vielen anderen Ländern auf deiner Welt. Wir sehen die vielen Toten und Verletzten nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien. Die Menschen suchen nach Vermissten und trauern um ihre verlorenen Angehörigen. Ja, wir bitten dich, höre das Seufzen derer, die sich fürchten. Sei bei denen, die im Elend sind. Stärke diejenigen, die vor Angst vergehen. Sieh die Traurigen freundlich an. Behüte die Mutigen. In der Stille sagen wir dir, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Guter Gott, sage deinen Engeln, dass sie sich lagern mögen um alle, für die wir beten, und auch um uns. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen möchte ich gerne noch zwei Hinweise geben, Herzliche Einladung zur nächsten ökumenischen Friedensandacht, die findet in 14 Tagen statt, am 24.02., am Jahrestag des Beginns des Krieges, um 18.30 Uhr, wie immer, in der katholischen Kirche oder in der Unterkirche, wie es heißt. Die Kollekte, also wer etwas spenden möchte, gerne heute, das ist wie immer dann bestimmt für die Diakonie-Katastrophenhilfe. Vielen Dank. Ja, danke Rüdiger Treuner für die musikalische Begleitung. Und zum Abschluss unserer Andacht möchte ich euch gerne noch einen Segen mit auf den Weg geben. So, geht hin in diesen Abend und in das Wochenende und die vor euch liegende Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der Welt Frieden. Amen. Nehmt gern noch einmal Platz.